Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Alien Isolation. Ja, wie ihr hört, wir haben hier ein kleines Problem. Wobei wir auch was Positives erfahren haben. Und zwar, dass wir nicht ganz alleine sind. Zumindest was unser Team angeht. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier auch geschmeidig irgendwie uns verziehen können. Ohne dass die Deppen uns hier irgendwie auf den Sack gehen. Was bitte? Was für eine Unterbrechung? Was ist eigentlich da hinten? Okay, also, müssen wir eh mal gucken, wie wir da jetzt durchkommen. Eigentlich war hier der bessere Weg. War. Ob das immer noch ist. Das müssen wir mal gucken. Scheint aber so. Okay, das ist nicht gut. Kommt aber nicht auf den zu. Bewegt sich irgendwie gar nicht. Wo steht denn der genau? Ernsthaft? Also genau an der Ecke. Jetzt bewegt er sich. Und steht wieder. Guckt gerade nicht. Oh. Ganz gefährlich. Und wenn er da stehen bleibt, dann soll er da stehen bleiben. Nö, ich bin da nicht hier. Okay. Puh. Bis hierhin haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft. Toll. Dies ist die Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. So, was ist jetzt mit den Jungs? Der steht gerade ganz gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch gerade mal einen Moment. Schnell rein. Puh. Wieso ist da einer? Da hat eigentlich keiner zu sein. Nochmal auf hier. Okay. Schnell. Sehr gut. Würde ich sagen, dann können wir auch gleich nochmal den Speichermeister machen. Zack. Sauber durchgekommen. Ohne irgendwas zu nutzen. Noch ein bisschen was sammeln können. So muss das sein. Schneider haben wir trotzdem immer noch nicht. Dup. Und tschüss. Puh. Trotzdem schön gewesen, wenn der Alarm da irgendwie mal ausgegangen wäre. Waren jetzt nicht hier die Leute gleich? Schauen wir mal. Ist das das Alien? Tja,
Das war so verdammt schnell gerade. Wo ist es? Ist weg. Okay, nochmal schnell auf die Karte gucken. Ja, vielleicht sollten wir wirklich da durch. Dann könnten wir direkt oben rum. Was? Oh Gott, ist das schnell. Das war gerade direkt über uns. Oh, Scheiße. Alter. Geh mir bloß weg. Geh mir bloß weg. Nein, du bist nicht hier. Was? Ich dachte gerade, das ist hier drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe man wirklich, dass es das nicht ist. Gerade, dass uns das Vieh gleich irgendwie aus der Seite anhebt. Ach du Scheiße. Und nun? Warte durch. Du siehst uns nicht. Doch. Kein Scheiß hier. Oder was? Ohne Kratzer. Was auch immer das ist. Scheint nichts zu sein. Okay. Puh. Können wir glatt nochmal speichern. Ah, es lief gerade ganz gut. Würde ich sagen. Bin mir auch echt nicht sicher, ob da jetzt wirklich... Ich will es auch gar nicht weiter wissen. Egal. Wir sind jetzt hier sauber rausgekommen. Hehe. Hallo. Hat er das mitkriegt? Oh, 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 da ist genau nichts dran. Wo ist er? Was ist er denn? Geh weg! Ich trau dem nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Geh weg. Da ist noch einer. Scheiße. Aua. Aua, 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 aua. Was haben wir denn da? Irgendwas zum Umstellen. Irgendwas zum Verstecken wäre toll. Das sind noch ganz viele Sachen. Oh fuck. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Oh.
Ich will mich einfach nur irgendwo verkriechen. Ihr braucht mich gar nicht beachten. Ich bin gar nicht da. Weiß nicht mal, ob ich hier gerade richtig laufe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube ja. Haben sie auf jeden Fall abgehängt. Eieieiei. Ich hab echt gedacht, das ist vorbei. Sind wir richtig? Wir sind richtig. Da lagen noch so viele Sachen. Einen Schuss haben wir auch abgegeben. Naja. Sechs Schuss. Und sechs Schuss haben wir noch über. Ab zur Lobby. Der Sack hat uns doch noch gesehen. Unglaublich. Puh. Ja, dieser Motion Tracker ist aber echt Gold wert. Nur blöd, wenn sie einen schon vorher irgendwie gecheckt haben. Es wäre mal interessant gewesen, wie lange wäre der da sitzen geblieben? Ach du Scheiße. Alien ist wieder da. Dum, 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 dum. Oh, fuck. Oh, fuck. Genau über uns. Scheint den Tracker aber nicht zu hören. Kann das sein? Oder doch? Verpiss dich. Einfach weg, geh weg. Willst hier gar nichts. Nee. 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 Kommst du nicht hin. Von daher kannst du auch genauso gut abhauen. Zeigt er genau über uns. Scheiße. Oh Gott. Was ist jetzt genau über uns? Lang noch? Hängt da immer noch. Ziemlich unangenehm das Ganze. Quietsch. Drin ist das oder wie? Was ist denn jetzt? Na. Ich kann das auch. Du bist tot. Du willst nichts mehr von mir. Nein. Wie steht das Herz gerade? Da war ein Loch. Genau über uns.
Gar nicht hier. Gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Lass mich mich verarschen. Irgendwie schon, ne? Das weiß genau, wo wir sind. Scheiße. Wisst ihr was? Das ist eine Sache, die mir gar nicht passt. Ich bin gerade echt am Überlegen. Oh, Scheiße. Ich will nicht wissen, wo du bist. Ich will's gar nicht wissen. Ich sehe dich nicht und höre dich nicht. Auch wenn das jetzt ein bisschen gelogen ist. Wir können uns eigentlich gleich nochmal eine Spritze reindrücken. Okay. Speichern wir nochmal. Immerhin bis hierhin sind wir gekommen. Über uns. Oh, ist das unangenehm. Zum was? Zum Turm. Okay. Der ist auch da. Der Zug. Na gut. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Was macht das nur? Oh Gott. Wir sind nicht da. Nein. 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 Gehst du weg? Können. Los weg hier. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Bitte lassen Sie keinen Abfall. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass das nicht das Vieh unlockt. Los weg hier. Ja. Sie sollten nicht hier sein, ja. Das ist wohl wahr. Ja, der Bewegungsmelder ist wirklich unser bester Freund. Also da habe ich gerade echt... Boah. Tür auf, guck nach links. Guten Morgen. Ach, Gottes Willen. Dieses Vieh. So. Irgendwie mit unserem Team treffen. Ich hab das ja schon geahnt, dass wir dem Vieh gleich wieder begegnen. Ja, mach auf. Da bist du? Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Synthetics. Ripley? Ist das Ripley? Ja. Ich bin's. Ein Wunder, dass ihr beiden überhaupt noch existiert. Sie muss versorgt werden.
Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Was anderes als verstecken bleibt euch nicht. Oh. Scheiß Computer. Super. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Jetzt sind wir auch noch hier quasi fest. Gefroren. Naja, gefroren jetzt nicht, aber kommen hier nicht mehr weg. Zumindest erstmal. Gut, nochmal eine Speichermöglichkeit. Tja, finde ich gut. Ja, mach mal keinen Stress. Wir müssen jetzt eh erstmal uns nochmal umschauen. Orbitalkrankenstation. Was? Da soll noch irgendwas sein? Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trunkenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Gut. Okay, ich glaube, wir können nochmal eben ein Medkit vertragen. Oder wenigstens mal wieder voll. Und wir brauchen dringend mal wieder ein bisschen Stuff, so man ein Medkit bauen kann. So, was ist hier? Ich würde es schon gerne wissen. Ach, waren nicht hier sogar die Idioten, die uns beschossen hatten? Nee. Sind aber welche. Geschlossen. Ist das die Krankenstation? Ne. Never. Errungenschafts, was? Konzeptionelle Reinheit? 15 von 30. Okay. Was passiert da? Oh, schick. Ein bisschen rausgucken. Sie! Hey, Sie! Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment! Wo ist der Typ? Kommen Sie hoch! Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Soll ich dem jetzt trauen? Willst du mich jetzt auch noch hier irgendwie annerven? Geh mir mal nicht auf den Sack. Ich will mich hier erstmal in Ruhe ein bisschen umschauen. Gut. Hat Zugriff gewährt. Ja dann, ne? Rein hier. Na, was passiert jetzt? Na? Ganz schön kleine Levels und ziemlich krasse Ladezeiten, muss man ja mal sagen. Aber dafür, dass es schick aussieht und doch recht gut läuft, kann man das doch verkraften, muss ich mal sagen. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Okay. Machen wir dann bei Zeiten, wenn wir uns dann hier erstmal in Ruhe umgeschaut haben. Ne? Also mal nicht stressen hier, Minion. Lüftungsschacht. Jungspund. Ach, jetzt auch mal sagen können, wo der ist. Arschloch. Okay. Ja, danke dir. Mich auch so mit dir einsperren. Sack. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hier ist kein Alien. Hust. Oh Gott, ist das dunkel.
Dum. Was denn mit Klettern? Nein, kein Klettern. Au. Sind wir zu einer Krankenstation? Mir scheint so. Ich dachte, da wäre was. Oh, immer diese Geräusche. Piep, piep, zzz, klick, klick, klick. Lüt. Da soll man nicht irgendwas hören, was gar nicht da ist. Ja. Ja. Wohl wahr. Immer diese Kameras. Immer wird man hier gestalkt. Dose. Ah, guck mal. Können wir gleich nochmal speichern. Jetzt sind sie aber ganz schön krass verteilt hier, die Punkte. Ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich viel passiert. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Ach, du Scheiße. Jetzt kriegen wir auch noch quasi Quests aufgebrummt. Was haben wir denn hier? Geht's da hin? Ist es da? Achso. Moment mal. Begrüßungsraum. Da müssen wir nochmal eben. Da hat es der auch auf. Interessant. Moment. Irgendwo soll hier was rumliegen. Hier. Irgendwo hier. Da. Karte übersehen. Gott sagen, mach keinen Scheiß hier mit mir. So, jetzt ist natürlich die Frage. Da kommen wir in den Untersuchungsraum rein. Gehen wir einfach mal rein. Na, ich hoffe einfach mal, hier passiert nichts. Ich mache irgendwas. Ehrlich. Fiese Geräusche. Okay. Bist du denn? Irgendwie bekannt vor. Revolvermuni, Ausweiskarte. Was haben wir hier? Sensoren. Schick. Eine Karte. Jetzt liegt hier aber nichts mehr. Okay, haben wir jetzt genug? Aber noch nicht. Das ist doch Kakakowski. Ich will noch irgendwie Medkits haben. Denn jetzt? Okay. Müsste jetzt hier die Sperrung gleich kommen. So. Und so. Jupp. Damit haben wir die schon mal geöffnet. Ja, nochmal speichern. Wenn wir schon dabei sind. Zack. So,
Ah, die zählt anscheinend nicht. Dann... Okay. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Tja, was bleibt uns dann schon anderes über, du Vogel? Wieso ist dann ein Schacht, der nicht eingezeichnet ist? Dann gucken wir uns doch gleich mal an. Okay. So, kommen wir jetzt raus. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo wir hinkommen. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Ja, das wäre wirklich vielleicht einfacher gewesen. Mal sagen. Sagen tust, wo ich hin soll. Das finde ich jetzt trotzdem gerade nicht nett. Ja. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Machen wir Licht. Fackel. Pieps denn hier schon wieder? Es gibt Piepse. Oh. Könnte doch eigentlich irgendwo eine Impfspritzepistole oder wie das Ding hieß sein. Wieso ist das jetzt schon wieder ausgegangen hier? Was soll denn der Mist? Was ist denn das? Steht noch nicht drauf. Alles sehr merkwürdig hier. Ich meine, das ist ein ganzer Raum und hier ist nichts drin. Gar nichts. Ernsthaft? Na, toll. Scheint ja irgendwie so, ne? Absolut nichts. Was am Boden übersehen? Nö. Ich blick's nicht. Vor allen Dingen. Nein, egal. Das ist ja schön, dass du das so sagst. Schön, oder was ist das? Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Tja, hätte ich mal vielleicht anders entscheiden sollen, du Depp. So viel Kram rum, dass man echt genau gucken muss, um nichts zu übersehen. Ups. War das eigentlich nicht gedacht? Oh. Mord ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders tragische Fälle. Lage auf so weit weg vom Rhythmus der Erde. Ich werde von Sonnenaufgang, zulassen, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Eine offizielle Warnung. Ole hat zu viel Zeit, damit das klar ist. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Ende. Das ist natürlich ganz toll, wenn man doppelt zugetextet wird. Ganz begeisternd. Also irgendwie ist ja ganz schön viel. Ja,
weiß gar nicht, wo man zuerst lang gehen soll. Also von hier sind wir gekommen. Da waren wir schon. Den haben wir schon durchsucht. Da waren wir drin. Da waren wir noch nicht. Sie liegen im Bett. Sie fühlen Wärme und Geborgenheit. Eine ihnen nachstehende Person bereitet unten Frühstück für sie vor. Sie können es riechen. Es duftet köstlich. Sie sind in einem anderen Zimmer, aber nicht weit weg. Sie sind getrennt und doch verbunden. Schon bald werden sie wieder vereint sein. Wie fühlen sie sich? Bla. Die immer am Sabbeln sind hier, herrlich. Naja, Psychogerede. Okay, das heißt, wir müssen wohl da runter. Wie mir schwant. Nein, danke. Hätte auch mal früher sagen können, du Horst. Das ist mir echte Hilfe. Irgendwas übersehen? Scheinbar nicht. Doch. Hahaha. Das Speichern wollten wir nochmal tun. Was ist jetzt hier in diesem Raum? Ja, genau. So ist es. Also. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir dann jetzt erstmal wieder am Ende dieser Folge angekommen sind. Ja, suchen, suchen, suchen. Immer wieder suchen und abhauen. Das ist das Spiel. Dann gucken wir mal, ob wir das nächste Folge dann auch wieder hinbekommen. Also, bis zum nächsten Mal.